Das brennt schnell in den Schatten. Ja, ich weiß nicht, ob Schatten dir so viel hilft, wenn der Boden Lava ist, aber damit hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei Let's Play Rayman 3 HD auf der Xbox One gespielt. Ja, ich bin der Failord und wir machen jetzt weiter. So, man muss sich auch ab und zu mal vorstellen, würde ich mal sagen. Also könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Let's Play irgendwann vor 4 Jahren angefangen hat und ich es einfach bisher noch nicht fertig gekriegt habe. So, aber das soll sich jetzt ändern. Ich weiß, ich bin sehr inkonsequent, was dieses Spiel angeht, was das Aufnehmen angeht. Aber ich habe vor, jetzt am heutigen Tage noch eine ganze Menge mehr davon aufzunehmen. Und ich bin gespannt, wie lange wir brauchen, bis wir mit diesem Spiel durch sind, tatsächlich. Also, ich habe gelesen, insgesamt soll es ungefähr 8 Stunden gehen. Ich weiß ja nicht, zu wie vielen Ärzten wir noch kommen, aber wenn der zweite Arzt potenziell, der, sag ich mal, die Hälfte gewesen ist, dann sind wir ja ganz gut dabei. Aber ich weiß halt nicht, ob das akkurat ist oder nicht. Kann halt gut sein. Okay, die sind irgendwie mit einem Schlag immer weg, das ist ganz gut. Kann halt sein, dass da noch eine ganze Menge mehr kommt, als ich jetzt denke. Vielleicht sind es auch 6 Ärzte, zu denen wir Globox bringen müssen und nicht 4. Ich weiß es halt nicht. Aber hier ist schon wieder einer von diesen blöden Ballons. Das ist natürlich doof. Ballons. Warum habe ich denn das so komisch ausgesprochen? Ein Ballon. Ballon mit G am Ende. Ballon. Aber man sagt es ja auch irgendwie so. So Luftballon. Ballon. Ist ja eigentlich so. Globox kann jetzt wieder Pflaumensaft süffeln. Die Frage ist aber, was passiert jetzt mit dir? Aber wo fliegst du hin, ist die Frage. Ah, er ist jetzt quasi unser Scout. Oder was passiert hier gerade? Na, du gehst doch bestimmt wieder unter. Hier, warum kommen diese Stege nach oben? Okay, ja, die kommen kurz nach oben und dann gehen sie wieder runter. Das habe ich mir doch schon fast so gedacht. So, dann müssen wir jetzt einen Moment warten und da geht's. So. So, kleine Jump'n'Run-Passage hier, anstatt einfach nur einen Raum zu haben, wo man Gegner besiegt. Das ist doch mal. Ist doch mal eine schöne Abwechslung. Ja, dann hole ich mir damit diese Dose. Flieg damit hier hoch. Das ist cool. Warte. Mann, flieg! Dankeschön, Rayman. Warum habe ich hier oben jetzt noch eine bekommen? Wenn das eventuell nicht ausreicht, oder wie? Ach so, ich muss dann darüber fliegen zu der Tür. Und dafür brauche ich ja erstmal die Dose, mit der wir eine bessere Faust haben. Hier haben wir jetzt nur ein bisschen Gold, ein paar Punkte, ne? Man kennt das. Das ist ja wie zu Hause. Hat man mal ein bisschen Gold rumliegen. Das Interessante ist auch, dass die Punkte immer wieder resettet werden. Wenn ich das Spiel ausgemacht habe. Oder es liegt daran, dass wir jetzt hier in einem neuen Gebiet sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aua. So, dem schlagen wir einfach mal ein bisschen ins Gesicht. Aber weiter kommen wir trotzdem nicht. Wir haben noch irgendwo einen Gegner, den ich besiegen muss. Damit wir hier die Tür aufmachen können. Moment, kann ich mich hier an dem Zeug ranhangeln? Ja. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so eine Textur gesehen habe, die halt nicht spezifisch Netz ist oder so, wo man halt sich so ranhangeln kann. Das war ja das große Problem damals bei meinem ersten Playthrough von Ocarina of Time, dass ich das einfach nicht gecheckt habe, dass man sich an dem einen Punkt langhangeln kann. Moment. Da ist eine Dose, da ist noch eine Dose. Okay. Gut, das heißt, wir nehmen uns diese Dose hier und fliegen damit zu dieser Dose dort. Oh Gott. Oh Gott, ich habe losgelassen. Nein, keine gute Idee. Nein. Nein, ich will nicht alles nochmal von vorne machen. Nein, ich muss alles nochmal von vorne machen. Nein. Nein. Nicht gut. Joa. Dann machen wir nochmal alles von vorne, würde ich sagen. Auf geht's. So, hierauf.
Hierauf, darauf. Ihr seht ja, was passiert. So. Oh, das erinnert mich irgendwie an, keine Ahnung, einige Jahre zurück. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber da hatte jemand mir kommentiert immer mal wieder. Und ich habe mir dann halt auch seinen Kanal mal angeguckt und der hatte halt auch angefangen, Let's Plays zu machen. Und er wusste dann aber anscheinend nicht, was er genau machen soll. Und ich habe ihm gesagt, ja, erzähl einfach, was du so siehst und ja, was du so denkst irgendwie in den Momenten und so weiter und so fort. Also ich habe ihm versucht, wirklich gute Tipps zu geben, wie er dann sein Commentary verbessern kann. Hauptsächlich natürlich üben, üben, üben. Und da hat er irgendwie alle seine, Let's Plays von vorher gelöscht. Und hat dann angefangen, wirklich detailgetreu das, also wirklich einfach nur das zu sagen, was er sieht. Ich sehe einen Typen auf dem Pferd, er hat ein Ocarina of Time Let's Played. Ich sehe einen Typen auf dem Pferd, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe einen Titel. Und da dachte ich mir so, nein, so meinte ich das doch nicht. Auf jeden Fall war das dann ganz komisch, weil dann hat er angefangen, Kommentare bei mir zu lassen, die halt eher negativ waren. Und also er hat dann irgendwie in seinem Video auch gesagt, dass ich derjenige bin, der ihm gesagt hat, wie man Let's Played. Hat dann aber irgendwie anscheinend mich doch kacke gefunden oder so im Nachhinein. Weil ich ihm dann immer noch weiter Kritik natürlich gegeben habe, weil er hat ja drum gebeten. Und da hat er die Videos, also er hatte seine Videos vorher ja gelöscht und dann hat er die Videos auch nochmal gelöscht. Und das war dann ganz komisch, weil wie gesagt, da hat er angefangen mich zu haten. Glaube ich, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall musste ich ihn dann blockieren, weil... Ja, nee, das ging dann irgendwann so gar nicht mehr. Und das war alles sehr seltsam. Das war wirklich sehr komisch. Ich sag mal so, ich helfe gerne irgendwie so aufstrebenden Let's Playern, YouTubern und sowas alles ja gerne aus, wenn sie irgendwie Fragen an mich haben. Das ist ja kein Problem, aber ich bin halt jetzt auch nicht der Erfolgreichste oder sonst irgendwie was. Ganz im Gegenteil. Und ich kann halt auch nur Hinweise geben. Und wenn man das nicht ernst nimmt und oder ne, oder denkt, ich weiß nicht, wovon ich rede, dann soll man das bitte machen. Aber dann soll man mich bitte in Ruhe lassen und mich nicht dafür blamen, wenn man das einfach nicht umgesetzt bekommt, was ich sage oder so. Weil ich kann ja nur das sagen, was nach meiner Erfahrung nach die Sachen sind, die ich so habe. Aber das war so das... Eine der bizarrsten Interaktionen, die ich irgendwie mit jemand anderen von YouTube jemals hatte. Ach, als ob? Hä? Ich komme doch gar nicht dann weiter. Was soll denn das? Jetzt hat es funktioniert. Interessant. Der gibt mir da hinten die Dose, damit ich die Tür aufmachen kann, richtig? Ja, nee, also ich weiß ja nicht, ob die Person, die das damals gewesen ist, ob die noch zuguckt oder nicht. Hey, Guckennase, wenn du die Wüste durchqueren willst, musst du durch die Katakomben. Dir geht's wohl nicht gut. Die Katakomben sind voller Knarren und diese Monster sind unbesiegbar. Okay, hast du eine bessere Idee? Klar, darauf kannst du wetten. Also hör zu, Gurkennase. Die Knarren dürfen nicht an dich herankommen, verstehst du? Niemals! Wenn ihre Klauen dich berühren, bist du tot. Nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Alles klar. Und jetzt einmal hier runter zur Tür. Die Knarren dürfen mich also nicht berühren. Okay. Dann wissen wir ja Bescheid. Da hat irgendwie gerade eine ganze Menge an Dialog gefehlt. Nein! Globox wurde entführt! Erneut! Was sollen wir denn tun? Seid ihr die Knarren? Ich meine, Globox wurde von dem berührt und er ist ja noch nicht tot. Sonst wäre das Spiel vorbei. Okay, jetzt sind wir hier einmal rumgelaufen, damit wir jetzt in diese Öffnung hier reingehen können. Okay, und er hat den nächsten alarmiert. So funktioniert das also. Ich verstehe, ich verstehe.
Ha. Aber ja, so viel mal zu dieser Begegnung auf YouTube. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Person noch meine Videos guckt. Ich bezweifle es stark. Aber wenn doch, liebe Grüße an dich, ne? Ich rieche frisches Fleisch. Das, was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Person aber auch nicht lange versucht hat, Videos zu machen. Im Gegensatz zu mir, der ja seit Jahren einfach sein Ding durchzieht. Hä? Das ist ja auch das Interessante irgendwie so, dass in der ganzen Zeit, wo ich unerfolgreich meine Videos mache, also unerfolgreich im Sinne von viele Abonnenten oder viele Views oder sowas, dass in der Zeit so viele irgendwie Leute sowohl wirklich um mich herum und unmittelbaren Freundeskreis und so. Hä? Ach so, das ist eine Rakete. Immer mal wieder Videos gemacht haben und versucht haben, damit irgendwie was zu machen und ich irgendwie der Einzige bin, der dabei geblieben ist. Aber so leicht lässt sich der Faili nicht unterkriegen. So, was ich mich jetzt frage... Ach, da oben. Okay, das ist ziemlich... ziemlich simpel dann. Nee, aber so oft, wie ich auch schon gehört habe, also wenn ich, wie kann jemand, der so lange schon Videos macht, so wenig Aufrufe haben und, oh, wie kann das sein irgendwie und, du hättest viel mehr Views verdient, das kriege ich so oft gesagt, sowas. Und dann denke ich mir so, ja, das ist schön, dass du das so siehst, aber dann erzähl doch deinen Freunden, dass ich existiere. Hey, Kleiner, man lässt die Knarren nicht an sich heran. Capito? Niemals! Ja, aber ich kann doch nichts machen. Ich musste doch an ihm vorbei. So. So schlimm ist das nun auch nicht, wenn die mich treffen. Okay, Ei. Wo soll das Ei hin? Ich schätze mal... Oh, die haben das Ei kaputt gemacht. Lass mich raten, die sind jetzt gleich wieder da. Nein, kein Foto. Nein, nicht das Ei. Du solltest das Ei doch nicht wieder hochnehmen. Och, Rayman. Oh. Okay, mit... Womit habe ich das jetzt... Nein, wie habe ich denn das Ei abgelegt? Nein, Rayman. Oh, der wirft das Ei immer. Was soll denn das? Okay, danke. Ich habe die Taste gefunden. Es war A. Beziehungsweise, ja doch, es war A. A ist richtig. Ich bin mit Xbox One. A ist richtig. Mann! Ich habe doch alle drei kaputt... Die sind doch alle drei kaputt gegangen. Was soll denn das? Warum? Wenn einer kaputt geht, zeigt er mir an, dass alle drei kaputt gehen. Hä? Was? Muss ich nicht verstehen. Okay, jetzt sind sie wieder da. Nein! Lass doch das Ei liegen! Ich bin noch weggelaufen von dem Ei. Warum nimmt der das denn? Hier, gucke. Da macht er jetzt, dass alle beide kaputt gegangen sind, obwohl ich den einen gar nicht mehr angegriffen habe. Hä? Hier. Da. Warum sind die denn jetzt noch da? Hä? Könnt ihr mir vielleicht irgendwie 2 Sekunden Zeit lassen? So, weg von dem Ei. So, alle drei gleichzeitig kaputt gemacht. Anders kann man die offenbar nicht kaputt machen. Spiel bitte. So. Danke. Dab, da, dab, da, 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 dab.
Okay, und wo soll ich bitte mit einer Rakete hin? Wozu habe ich jetzt eine Rakete? Ich höre keinen Hilferuf oder sonst irgendwie was. Okay, muss ich versuchen, die Rakete darunter zu lenken? Ich sehe ja nichts. Das hilft doch nichts. Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Warum gibt man mir da oben eine Rakete? Man kann doch gar nichts sehen. Okay, hier habe ich nochmal so Klettergedöns. Knochen aus der Wand. Hä? Hallo? Ich wurde gerade einfach dreimal getroffen. Und ich konnte nichts machen. Ich bin die ganze Zeit von ihm weggelaufen, aber das ging nicht. Okay, muss ich jetzt den Typen mit der Rakete platt machen? Ich verstehe nicht ganz meinen... Ich verstehe mein Ziel nicht. Nee. Mir will nicht ganz einleuchten, wo die Rakete hin soll. Ich habe keinen Plan. Wir haben hier keinen Hinweis. Fleisch mit Salz ist besser. Was? Fleisch mit Salz ist besser. Was? Fleisch mit Salz ist besser? Ja, cool. Gepökeltes Fleisch und so, aber... Was? Was soll ich denn tun? Spuck dem ins Gesicht. Spuck dir selbst ins Gesicht. Spuck dem ins Gesicht. Okay, ich muss ihn mit der Rakete angreifen. Ich rieche frisches Fleisch. Ich rieche frisches Fleisch. Und dann an ihm vorbei. Ne, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Cool. Was ist denn das schon wieder? Hä, wozu hat man die Rakete? Warum ist denn der jetzt schon wieder da? Der war doch den Weg in die andere Richtung. What? What? Hä? Mir will gerade nicht einleuchten, was ich hier tun soll. Ich kann den ja von hier aus auch schlecht sehen. Okay, er geht die ganze Zeit dort hin und her. Ich kann ihm mit der Rakete nichts anhaben. Was ist, wenn ich mit der Rakete dahin fliege? Hier oben ist nichts. Okay, cool. Was? Spuck ihm ins Gesicht. Ja, der läuft die ganze Zeit nur dort hin und her. Nee, es ergibt sich mir nicht. Es ergibt sich mir überhaupt nicht, was zu tun ist. Es ist, finde ich... Nicht weiter ersichtlich, wollte ich gerade sagen. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Die Rakete war warum auch immer einfach nicht... Nicht weit genug geflogen. Ah, hier ist der nächste Schalter. Und noch mehr Geister. Ja, wo haben wir denn das Ei? Da haben wir das Ei. Hier haben wir kein Ei. Hier kriegen wir gerade noch kein Ei raus. Das heißt, ich muss erstmal was aktivieren, damit wir da ein Ei rausbekommen. Sehr cool. Schnappt ihn. Schnappt ihn. Ja, ja. Cool, ich krieg hier noch kein Ei raus. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Cool, das Spiel ist verbuggt. Der gibt mir hier kein Ei raus. Ich komme nicht weiter.
Ich muss theoretisch da ein Ei rausbekommen und das dann hier hintragen, damit ich da aus der Tür komme. Aber das Spiel gibt mir kein... Das Spiel gibt mir kein Ei. Das Spiel gibt mir das Ei nicht. Ich habe irgendeinen Trigger nicht gefunden. Ist der Raum nur dafür da? Oder ist hier noch irgendwas anderes? Ich verstehe es gerade nicht. Bin ich ehrlich? Ich würde an dem Punkt jetzt einfach erstmal sagen, ich mache eine kleine Pause und gucke mir das Spiel mal bei jemand anderen an. Denn warum auch immer kommt da bei mir kein Ei raus. Und wenn das Spiel bei mir tatsächlich verbuggt sein sollte, dann muss ich das Level wohl nochmal machen und gucken, ob ich das dann irgendwie hinkriege. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, ich weiß es nicht. Ich würde an der Stelle erstmal sagen, wer ist das mit dieser Folge von Let's Play Ramen 3 HD. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und an der Stelle sage ich wie eh und je, tschüss. Bis dann.